Genau, Zeugnis Nummer zwei war, wie Gott mich von meiner Unfruchtbarkeit geheilt hat. Als mein Mann und ich uns kennengelernt haben, war klar, okay, er möchte gerne Kinder. Und als wir dann verheiratet waren, haben wir es auch eine Zeit lang dann probiert und es klappte und klappte nicht. Ja, irgendwann habe ich mich untersuchen lassen beim Frauenarzt, woran es liegen könnte, weil wir hatten schon festgestellt, an meinem Mann liegt es nicht. Ja, und der Frauenarzt sagte schon relativ schnell, ja, sie sind medizinisch unfruchtbar. Da geht überhaupt nichts. Also selbst die Blutung, die sie haben, ist fragwürdig. Also sie sieht da keine Chance auf eine Schwangerschaft. Ich meine, ich war echt betrübt. Mich hat das hart getroffen, weil ich wusste, mein Mann möchte so gerne Kinder. Und ja, und schlussendlich sind wir dann mal zu einem Gottesdienst gegangen und also zu einem Heilungsgottesdienst und plötzlich hat die Predigerin vorne dann halt gefragt, ja, ich möchte jetzt für Paare beten, die keine Kinder kriegen können. So, und dann sind wir mit vor und dann hat sie meinen Mann quasi an der Hüfte berührt und mich und hat für uns gebetet und uns gesegnet. Und danach hatte ich echt die schlimmste Nacht meines Lebens. Ich hatte so schlimme Schmerzen an den Eierstöcken und an der Gebärmutter. Mir war es so heiß, ich konnte die ganze Nacht nicht schlafen. Und ich sollte dann 2 Wochen später wieder zur normalen Kontrolle beim Frauenarzt und war dann dort. Und die sagte, sie kann sich's nicht erklären, es ist für sie ein absolutes Wunder, aber es ist alles normal. Meine Eierstöcke funktionieren normal, meine Gebärmutter ist normal. Sie weiß nicht, was passiert ist, aber jetzt wäre die Chance groß, schwanger zu werden. Und es hat direkt geklappt und ja, es war einfach echt faszinierend, was Gott da getan hat. Und nach der Abigail war es dann wieder so, dass es eigentlich nicht mehr ging. Und dann hat er für Caleb nochmal das Wunder getan und hat es möglich gemacht, dass wir quasi noch ein zweites Kind kriegen konnten. Ich finde es beeindruckend, was Gott tun kann. Gott kann im Großen und aber auch im ganz Kleinen wirken, in ganz alltäglichen Dingen. Macht einfach die Augen auf, sucht nach ihm, sucht nach seiner Hand in eurem Leben. Ich bin mir 100%ig sicher, er hat diese Wunder auch für euch getan und geplant. Seid gesegnet.